Es gibt eigentlich keine Nachteile, weil man macht die Sauglockenentbindung ja gerade, um Nachteile zu vermeiden. Eine Sauglocke muss man dann durchführen, wenn es in der letzten Phase der Geburt, der sogenannten Austrittsperiode, zu einem Geburtsstillstand gekommen ist, man sich sicher ist, dass das Kind durch die Scheide geboren werden kann und man dann durch den Zug von unten nachhilft, das Kind schneller ans Licht der Welt zu befördern. Und eine andere Indikation wäre, dass wir in dieser Phase der Geburt ein pathologisches CTG haben, also die Herztonaufzeichnung des Kindes ungünstig ist und wir gezwungen sind, die Geburt schnell zu Ende zu bringen. Bei der Sauglockenentbindung wird eine kleine flache Schale in die Scheide der Frau eingeführt und dem Kind auf den Hinterkopf gesetzt. Dann wartet man, nachdem man ein Vakuum aufgebaut hat, an dieser Schale, bis die nächste Wehe kommt und zieht dann unter Unterstützung der Frau den Kopf des Kindes ans Licht der Welt. Und dann übernimmt die Hebamme üblicherweise wieder, die Glocke wird entfernt und dann wird der Rumpf geboren in der darauf folgenden Wehe. Es gibt eigentlich keine Nachteile, weil man macht die Sauglockenentbindung ja gerade, um Nachteile zu vermeiden. Aber es ist natürlich schon so, dass an der Stelle, wo dieses Vakuum an den Kopf gebracht wird, sich ein kleiner Bluterguss bildet, der dann aber nach wenigen Stunden, spätestens wenigen Tagen wieder verschwunden ist. Insofern sind keine negativen Auswirkungen zu befürchten. Insbesondere keine, die längerfristig von Dauer sind.